Einen wunderschönen, prächtigen, herzlich willkommen bei Big Ambitions. Kommen wir jetzt gerade nicht rein? Okay, doch. Und zwar aus irgendeinem Grund, ist uns letztens aufgefallen, ist die Sauberkeit bei 0. Aber ich sehe hier nichts, dass die Sauberkeit unten im Keller ist. Hä? Also hier ist nix, wo die Sauberkeit irgendwie anfällig ist. Ich weiß ja, dass es ein Anzeigefehler ist. Oder bin ich wirklich im richtigen Laden? 24/7 Shop, Sauberkeit 0. Mal. Ja, also ich habe komplett. Hä? 24/7 Shop? Noch in einem 24/7 Shop. Aber ich sehe hier nichts, wo es hier schmutzig ist. Und ich habe mir halt alles angeschaut. Die Mitarbeiter sind alle auf 100%. Die sind komplett voll. Muss ich mal angucken. Ich habe jetzt zur Not, bin ich gerade dabei, weitere Reinigungskräfte zu holen. Aber wenn ich jetzt hier von der Optik her sehe, ich sehe hier nichts, wo es schmutzig ist. Komisch. Egal. Ja, dann ist es halt so. Dann ist es vielleicht ein Bug. Ich habe keinen blassen Dunst. Aber das Wichtigste ist erstmal die Regale hier zu füllen. Und wie ihr seht, ich habe mal einen Tag mal kurz übersprungen. Habe ich einfach mal so 500.000 bekommen. Schöne Summe. Gefällt mir. Und bald kommen wir auf den Jahreswechsel zu. Sprich, da kommt dann, glaube ich, die Steuererklärung. Irgendwie sowas. Und das wird, ja. Bin gespannt, was ich da für eine Summe zahlen muss. Deswegen will ich überlegen. An sich sollte ja, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was bringt, wenn ich das so gesehen in Bonds oder wie das auch mal heißt, hier in Aktien reinballer. Also in Kapitalanlagen. So. Der hier. Da habe ich den verschoben. Oh, scheiße. Kurz noch hier runter. Zack. Zack. So. Soll erstmal jetzt genug Platz sein, um Papiertüten zu holen. Ich werde auch auf jeden Fall demnächst dann damit anfangen, nochmal rüber zu schauen, wer wie viel jetzt genau braucht, damit da nicht zu voll ist das Ganze und ich da im Arsch bin, wenn da einfach Material unnötig da ist, aber das nicht gebraucht wird. So, dann das letzte. Zack. So, jetzt haben wir Mitarbeiter wieder neue. War ja nicht irgendwas? Ah nee, das kommt noch. Ich dachte, ich hätte was bekommen. Okay. So, da sind schon mal zwei Reinigungskräfte. Ich teste es einfach mal aus. Sobald die fertig sind. Ich habe echt keine Ahnung, warum Reinigung bei 0% ist. Obwohl alles sauber ist. Also, das sieht mir nach einem Bug aus. Aber keine Ahnung. Sicher bin ich mir da nicht. So, dann zocken wir nochmal eine Runde. Gucken nochmal ein bisschen Fernsehen. Und dann legen wir uns mal hin. So, runter, genau. Zack. Kurz nochmal hinlegen. Da machen wir mal
bis 13 Uhr. Ah, jetzt kommen sie alle. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, noch kurz das Snacken holen. So, jetzt gucken wir mal. Teilzeit will ich nicht. Keine Teilzeit. Da, Vollzeit. Okay, reicht. Kann man denn jetzt sagen, hier okay, ich brauche nichts mehr. Einigung. Ja, den packe ich gleich mal rüber, ist egal. Der hat wie viel? 28%. Einmal mal testen. So, da muss ich erstmal hier zur Personalabteilung. Der kriegt noch einen weiteren. Gut. Da. Zack. So. Dann kommt 12 Kunden. Also irgendwas scheint hier nicht zu funktionieren. Ah, ich brauche doch noch einen. Verdammt. Ah, ich teste das mal aus. Lass das mal jetzt zweimal trainieren. Ja. Gucken wir mal. So. Jetzt. Genau. So, Lager ist jetzt wahrscheinlich jetzt auf. Papiertüte. Genau, Lagerbestand 0. Okay, 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 okay. So. Jetzt muss ich nur gucken, ob da in dem anderen Lager was schon bestellt wurde. Ah, ne, konnte ja gar nicht. Zentrallager. Wohl brauche ich Regale noch? Ich glaube nicht, ne? Nee. So, aber. Oh, was zu essen erstmal. Sonst nippel ich weg. Ich muss noch kurz gucken. Da ist mein Haus. Da. Zack. 24,7, genau. Zack. So, dahin. Ah, Mann, ich hoffe, dass es halt klappt, weil oh, das mit den, mit der Sauberkeit, das brummt mich jetzt wirklich. Das macht mich jetzt wirklich ein bisschen fix und foxy. Ich hoffe, dass es halt jetzt ausreicht. Wenn ich die jetzt einfach nur kurz mal hinzufüge. So, ich guck mal kurz. Da. Der kann nochmal trainieren. Ja, okay. Die werden jetzt sowieso automatisch trainiert. Das ist jetzt nicht so schlimm. 24,7. Und 24,7. So, zack. Zack. Zeitplan. Da. So, einmal am Anfang und einmal am Ende. So. Jo. Könnte auch eigentlich den hier runterpacken. Dann habe ich auch eine volle Session. Nee, passt ja gar nicht. Ich muss ja sowieso einen haben, wenn. Nee, passt nicht. Nee. Okay, ich habe nichts gesagt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Grünbereich. So. Haben wir. Jetzt würde ich einmal übernachten, weil ich will es endlich wissen, ob das ein Bug ist oder keine Ahnung, was ich machen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Gehen wir auf 8 rüber. Auf 7, das reicht auch. Genau. So, kurz was snacken. So, schauen wir mal. Ah, 100% Baby. Okay. Also entweder wirklich, es war ein Bug. Oder ich brauchte wirklich mehr. Aber man hat da halt keinen Schmutz gesehen. Also wirklich nichts. Deswegen hat es mich da ein bisschen gewurmt. Weil da nichts war. Okay. Cool.
So, der geht langsam wieder hoch. Das ist sehr schön. Was haben wir hier? Ja, gut, da habe ich noch ein paar Mitarbeiter, die nicht 100% waren. Genau wie beim Kaffee, ja. Okay, das passt ja. Okay. So. Dann schauen wir mal. Flo, da gibt es 60.000. So viel hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Boah, ey. Das ist Neues. Gut. Was wollte ich denn gerade nachgucken? Genau, also ein Zentrallager, das mache ich ja später. Das lasse ich erstmal jetzt so laufen. Was für eine Art von Geschäft fehlt mir noch? Kaffee habe ich da, werde ich ja Donuts verticken und so weiter. Genau. Irgendwo hatte ich kein Marketing gehabt. Da. Wir überlegen, also im Schnitt mache ich mit dem jetzt so 60.000 plus. Ich knall dir mal Marketing rein. Ach shit, um was? Ach, um 8. Okay, dann muss ich einmal kurz erwarten. Zack. So, für mein Red Roses will ich große Werbetafel. Dann noch eine. Red Roses. Noch eine kleine Tafel. So. 95% reicht erstmal. Ich will nur wissen, ob das halt was bringt. So. Das habe ich irgendwo eins, wo ich kein Marketing habe. Ich denke mal, ich sollte vielleicht noch mal Geschenk laden. Ich denke mal, ich werde noch irgendwo einen Geschenkladen machen. Weil das ist halt ein bisschen blöd, dass er halt so wenig halt abnimmt. Ich guck mal. Mithauen. Das habe ich. Das bin ich, genau. Halt noch einen Laden machen eigentlich, ne? Schauen wir mal nach den Geschenken. Teure Geschenke, preiswerte Geschenke. Okay, wie sieht's hier aus? Preiswerte Blumen, Pommes. Bababababab. Ich Idiot. Ich mach's anders. So. Also erstmal. Mittown. Und Geschenke. Da. Okay. Wie sieht denn der aus? Nee. Achso, ich kann ihn gar nicht angucken. In 2 Stunden. Okay, dann warte mal. Persönlich habe ich irgendwas? Noch 16 Stunden? Ja, okay. Lege ich mal kurz noch für eine Stunde hin. Also. Hier. Da. So, na komm. Na gut, ich kann aber zu Fuß hinlaufen, ist ja sowieso egal. Dann muss man so warten, bis er auf hat. Ach, sei ruhig. So, schauen wir mal. Machen wir ein bisschen mal Lucky, Lucky, Lucky. Dann uns hier noch auf. Dann müsste ich wieder hier mit Regal. Ich hoffe, dass es halt kein. So ein Futzladen ist. Four-Star Gift Shop, alles klar. So. Okay. Ha! Dann müsste ich hinten alles mit Regalen bauen. Boah. Scheiße. Wie mache ich das?
Also, du musst alles hier komplett ein bisschen ummodeln. Weil das Regal wird auf jeden Fall nicht ausreichen. Dann müsste ich so hier die Abteilung alles mit Regalen. Hier die. Dann da vorne die Getränkedosen. Ja, egal, kaufe ich einfach. Ist gehupst wie gesprungen. Ich kaufe hier einen Bums. Der ist auch nur 2 Millionen. Waren ja auch 2 Mille? Ich weiß gar nicht. Ich mache mal 2,3 Millionen. Nee. 2,5 aus. 2,7. Okay, hab ich. Perfekt. So, wie sieht denn der Dussel-Mitarbeiter aus? Zwei Stück habe ich. Teilzeit. 5 Tage, ja gut, da brauche ich sowieso komplett neue jetzt. Die müssen da erstmal ausharren. Ich brauche erstmal sehr, 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 sehr viele Mitarbeiter. Reißende Schuppen hier eigentlich. Habe ich den hier nicht drin? Ach so, okay. Gut, ist sowieso erstmal egal, wo ich den hinstelle, weil. Muss ich sowieso erstmal holen. So, zack. Ach so. Dann brauche ich Putzkraft. Reinigung. Machen wir mal zwei Reinigungs. Man weiß ja nie, manchmal ist es echt, dass ich nur Teilzeitleute kriege. Das ist echt manchmal verhext bei mir. Reinigung. So, jetzt kommt's ans Inventar. Da muss ich jetzt mal kurz mal gucken. Geschenkladen. Okay, da ist soweit alles picobello. Ich brauche Einkaufskörbe. Nur 30 Kapazität. Ja, gut, ich könnte mir halt noch einkaufen. Das ist halt nicht das Problem. Also hier brauche ich nicht mehr so viel Kraft reinstecken. Ich hätte auch null Index, null Verkehrsindex. Also am besten wäre es eigentlich, wenn ich den Laden dicht mache. Ich glaube kaum, dass der so viel abwerfen wird. Hier brauche ich ja nur zwei Kassierer. Also ich könnte mir einen zweiten Geschenkladen nochmal hier aufbauen. Mit einem ganz großen Hoshi. Wo auch mit dem Verkehr ein bisschen besser läuft. Ja. Ich lasse den erstmal. Also hier brauche ich nur eine Kasse und einen Einkaufskorb. Okay. Restregale. Da. So, also, das will ich an Forster. Forster Gift Shop. Da brauche ich einmal Kassenschalter. Einkaufskorb. Lagerregale. Komplett. Jo. Brauche ich so viel? Ich glaube nicht, ne? Bei dem. Gerade überlegen, wie ich das mache. Ja, ich knall ihn voll. Weil ich brauche das sowieso. Sobald ich das andere, einen anderen Laden machen will, habe ich hier die Regale. Ja, okay. So. Ich muss kurz nachgucken. Da, Lager, Logistik. Oh, Diamant und Blumen, das hier, ne? Nee. Wo beliefere ich denn? Hä? Blöd? Wo sind denn meine Geschenke? Wo ist der Geschenkeladen hin? Verdammt. Habe ich den nicht mehr drinne? Deswegen, weil der hat auch nichts. Deswegen. Oh, verdammt, wo habe ich den hingepackt? Restaurantlager nicht. Denk mal, Diamant und Blumen, oder? Nee, auch nicht. Kleidung und Geschenke, da. Da, Kleidung und Geschenke.
Okay, hab ich ja voll vergessen. Da will ich die Geschenke laden. Da. Machen wir jeweils 300. 200. Machen wir 600. Und hier machen wir 200. Warte mal, den habe ich doch irgendwo drinne gehabt. Habe ich ihn irgendwo rausgenommen? Keine Ahnung. Egal. Der bekommt auch. Dann bekommt er 4 Star, genau. Dann machen wir mal. Ich weiß ja nicht, wie die Zahlen sind. Ich mache ja auch mal 300 erstmal. 800. Hier machen wir 300. Ich muss gucken. Ich weiß nicht, was da für Zahlen kommen werden. Muss ich mal abwarten. So, Einkäufer bräuchte ich einmal ganz kurz. Das habe ich auf alle 3 Tage, ne? Ja, okay, das müssen wir wahrscheinlich dann demnächst ändern. Weil ich ein bisschen mehr in Geschenke machen werde. Okay. So, haben wir. Der Geschenkladen im Allgemeinen. Obwohl, den könnte ich eigentlich zumachen. Obwohl, nee. Wir lassen das erstmal so, damit überhaupt noch ein bisschen Einnahmen reinkommen. Lieber ein bisschen als gar nichts. Würde ich erstmal kurz mal nach Hause dümpeln. So, kurz nach Hause. So, zack. Zocken wir nochmal kurz eine Runde, legen wir uns mal hin. Und hoffen, dass auch gleich ein paar Mitarbeiter kommen. Ja, das ist die Ausbildung. Das sind, glaube ich, die Fahrer gewesen. Ja. Ich kann ja aber schon mal nach Bad Jutem Ausschau halten. Nach Einzelhandel. 40. Der sieht gar nicht mal so schlecht aus, aber Verkehrsindex ist 30. Also ich muss mal kurz wieder auf Midtown gehen. Der ist immer noch hier am meisten. 33,75. 44,75, aber es ist halt ein Tausender Laden. Einunddreißig. Vierzig. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Muss mal kurz gucken. Jetzt öffnen. Kundenkapazität 40. Da war's. Okay. Da, Kundenkapazität. Okay, ich brauche mehr mit Kundenkapazität. 40, 15 nur, 30, 15, 75. Ja, das sind dann die großen Läden. Okay. Der hier. Der könnte es sein. Ja. Ich denke mal, den werde ich zum Geschenkeladen machen, zum ganz großen. Tägliche Miete. Jo, mache ich. Neues Unternehmen, Geschenkeladen. Bei Konkurrent in der Nachbarschaft. Hä? Das eine bin ja ich selber. Ich glaube. Was da gibt es. Ich glaube, das zählt so gesehen bei den Nachbarn, warte, wenn ich jetzt hier bin. Ich glaube, bei den anderen Gebieten hier. Hier ist noch einer. Hä? Lol.
Hier ist auch noch einer. Nein, das ist ja meiner. Ich Idiot. ja. Okay, ja, ich muss mal austesten. Zur Not kaufe ich den Laden auf und mache daraus, was weiß ich, einen Schnitzelladen oder irgend sowas. Mal gucken. Okay, dann haben wir das schon mal. So, dann lege ich mich mal hin. Hau ich mich mal so auf die 6. Ja, passt. Ne, ich muss ja da rüber. Machen wir mal so 38. So, zack. Sehr schön. Die ersten Mitarbeiter warte ich noch ein bisschen. So, gehen wir kurz mal hier rein. So, ein Taxi. Oh, wir können auch zu Fuß hingehen. Da nicht so weit. So. Also ich könnte auch die Gebäude. Warte mal. Ja, der geht schon langsam hoch, das ist gut. Hier. Ach so, ich wollte gerade sagen, hey, da ist doch nichts. Ja. Das ist nicht schlimm, weil die verkaufen sowieso nicht allzu viel. Okay. So, erstmal Rekrutierung. Keine Wochenenden, kannst du vergessen. Vollzeit, yo. Nein. Nein. Wow. Standard, da nehmen wir raus. Den trainiere ich schon mal nebenbei. Was wollte ich gerade nachgucken eigentlich? Ach, egal. So, okay. Was sagen die denn zum Schuppen? Haben die da irgendwelche 5%? Okay, das ist klar. Ja, da muss ich noch ein bisschen zaubern. Supermarkt, der geht schon langsam ganz weit nach oben. Oh, das ist gut. Jo. Ah, ne. Hier kommen die Regale hin. Das heißt, ich muss den hier erstmal schon mal hinschieben. Das würde ich alles hier hinpacken. So, mehr Getränkedosen können die nicht da reinpacken, oder was? Zack. So, haben wir schon mal ein bisschen aufgeräumt. Ach so, Uniform. Ja gut, die werden sowieso rausgekickt. Wie sind die denn? Wie alt sind die denn überhaupt, die Deppen? Ah ne, brauche ich so. Die werden sowieso rausgeschmissen. Also von daher ist es sowieso vollkommen egal. Geht mich ja nicht. Genau, Mitarbeiter habe ich ja gerade bekommen. Reinigung. Ach, mir fehlt das noch, verdammt. Eins, zwei. Nee, brauche dann noch für den anderen Geschenkeladen schon mal welche. Guck mal kurz, Kampagne verwalten. Okay, da habe ich noch ein bisschen im Petto. So, nichts zugewiesen. Reinigung. Der geht raus. Reinigung. Raus. Fähigkeiten lernen. Zack. Der geht Standard. Der geht aus. Und lernt. Zack. So, noch kurz zur Personalabteilung. Zack.
Der kann erstmal wieder gefüllt werden. Zack. So. Komm erstmal die Regale hin. Ah ja, und einen Kassenschalter. Wollte ich auch noch machen. Upsi-pupsi. So, ich muss den mal denn hier hinstellen. So. Sag mal, so viele Regale brauche ich in dem Laden nicht. Muss erstmal gucken, was der überhaupt einnimmt. Wo wie viel er so im Schnitt halt verkauft. Jammer nicht rum. So, ich mache halt eine Reihe. Dann mache ich noch die zwei letzten hier rein. Oh, da wollte ich jetzt nicht hin. Oh, Mensch, jetzt ging das. So, ich mache den hier nochmal komplett. Zack. Einkaufskörbe. So. Er kommt hier hin. Dann kann ich noch nicht. Da war ja was. So, schau mal nach dem Mitarbeiter. Was haben wir? Oh ja. Warte, wie viel brauche ich denn noch? Ja, nehme ich mit. Vollzeit. Ich nehme jetzt mal. Die zwei sollten erstmal ausreichen jetzt. Reinigung. Aus. Zack. Fähigkeiten. Oh. Aus. Da. Zack. Okay, so haben wir das schon mal. Jetzt brauche ich natürlich erstmal noch die Sache, um die Reinigungsmittel überhaupt hier zu hoch. Oh. Sehr schön. Sehr viele Taxen. Taxen? Taxis? Ne, Taxen heißt es ja, ne? So, aus. Da ist meine Hütte. Da lang. So, zack. Ich will auch hier hin. Oh, wollte gerade sagen, hä? Verarsch mich nicht mal, Jung. So, ich will erstmal den einen Laden fertig machen, dann mache ich den anderen. Taxi! Da ist er. Sehr schön. Einmal zum Geschenkeladen, bitte. Merci. Da. Nee. Na. Kann ich jetzt nicht aus. Hä, wieso kann ich den nicht auswählen? Vielleicht der nächste Bug. Egal. Juckt mich nicht. Hey, wieso kann ich denn hier nicht reingehen? Ach so, jetzt? Ach, weil das Gebäude so komisch. Okay. So komisch aufgebaut. Dann geht's nicht. So, was haben wir jetzt bekommen? Also, Teilzeit brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Kannst du knicken? Knicken. Jo. Ja. Nein. Reinigung brauche ich erstmal nicht. Das, da habe ich erstmal genug von. Nee. Auch nicht. Es kommen nur Reinigungskräfte erstmal. Ah, nee. Teilzeit will ich nicht. Eine Teilzeit. Vier Teilzeit. Sauberes Umfeld. Das passt. Okay. Habe ich denn noch Kampagnen? Reinigung raus. Reinigung raus. Und ich brauche wieder neue. So, Geschäfte. Da. Und. Zack. Ach, hier waren die Aufgaben. So, der ist Kundendienst. Der geht auf Standard. Der geht hier raus. Zack, zack, zack. Ja, genauso. Personalabteilung.
Ja, das 25, ich weiß gar nicht. Habe ich noch irgendwelche? Ja. Dachte ich mir. So haben wir das schon mal. Okay. Jetzt ein bisschen umdekorieren, würde ich sagen. Aber das will ich alles in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Die Folgen vergehen echt immer wie im Flug, gerade wenn man hier Big Ambition spielt. Und ja, da würde ich sagen, bedanke mich fürs Dabeisein, wünsche euch einen wunderschönen, prächtigen und sage tschö mit Ö, euer Keule. Ciao, ciao.